Was kann in Kurven zum Schleudern führen? Zu niedriger oder stark unterschiedlicher Reifendruck. Na klar, ne? Wenn die Reifen platt sind, dann können sie das Fahrzeug nicht vernünftig auf der Fahrbahn halten und du kannst leichter ins Schleudern kommen. Defekte Stoßdämpfer, auch das stimmt. Ja, wenn die Stoßdämpfer nicht funktionieren, kann es sein, dass sich das Fahrzeug aufschaukelt und dann kannst du auch die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren und es kann ins Schleudern kommen. Zu geringe Beladung, das stimmt nicht. Das ist also verkehrt. Hier sind die ersten beiden Antworten richtig bei dieser Aufgabe hier. Was kann in Kurven zum Schleudern führen? Was kann dazu führen, dass du eventuell sogar komplett die Kontrolle über dein Fahrzeug verlierst, wenn du durch eine Kurve fährst? Der Hauptgrund dafür, dass dein Fahrzeug ins Schleudern kommt, ist natürlich die Geschwindigkeit. Wenn du zu schnell bist für die Situation, gibt es immer Probleme. Es kann aber auch sein, dass du normalerweise mit deinem Fahrzeug problemlos in einer bestimmten Geschwindigkeit eine Kurve durchfahren kannst. Es klappt bloß nicht, weil dein Fahrzeug kaputt ist, ja, weil also bestimmte Dinge an deinem Fahrzeug nicht mehr vernünftig arbeiten oder funktionieren. Das können zum Beispiel die Reifen sein. Und darum ist die erste Antwort auch richtig. Zu niedrig oder zu stark unterschiedlicher Reifendruck können dafür sorgen, dass du in der Kurve halt ins Schleudern kommst. Warum ist das so? Die Reifen sind deine Lebensversicherung beim Autofahren und auch beim Motorradfahren, eigentlich bei jedem Fahrzeug. Warum? Die Reifen sind die einzige Verbindung, die dein Fahrzeug zur Straße hat. Und wenn die Reifen nicht vernünftig funktionieren, dann ist halt die Gefahr auch mal sehr groß, dass du ins Schleudern kommst oder sogar ganz von der Straße hinunterfliegst. Ja? Oder auch, dass du nicht mehr rechtzeitig bremsen kannst. Und darum ist es wichtig, dass man die Reifen immer vernünftig behandelt und auch vernünftig beobachtet. Was meine ich damit? Vernünftig behandeln, damit meine ich zum Beispiel, dass du nicht einfach über irgendwelche Hindernisse herüberfährst, die auf der Straße liegen. Zum Beispiel auf Steine oder sowas, die auf der Straße liegen, solltest du nicht einfach hinüberfahren. Ja, du solltest bei größeren Steinen ja auf jeden Fall versuchen, auszuweichen und nicht mit einem Rad hinüberzufahren. Oder bei Bordsteinkanten. Wenn du halt mit Schwung auf Bordsteinkanten hinauffährst, kann es auch sein, dass dein Reifen innen drin Schaden nimmt. Ja? Darum behandle deine Reifen bitte sorgfältig. Wie gesagt, es ist die einzige Verbindung, die du zur Fahrbahn hast. Damit die Reifen vernünftig Stabilität haben und vernünftig funktionieren, brauchen sie auch den richtigen, optimalen Reifendruck. Das bedeutet also, du solltest regelmäßig auch den Luftdruck bei deinem Fahrzeug kontrollieren. Ja, wenn du an der Tankstelle bist und sowieso dein Fahrzeug betankst, kannst du auch mal eben die Zeit gleich nutzen und deine Reifen mit kontrollieren und gucken, ob die noch vernünftigen Luftdruck haben. Außerdem musst du den Luftdruck immer der Beladung anpassen. Wenn du zum Beispiel in Urlaub fährst und dein Fahrzeug vollpackst mit Gepäck und die volle Ladung ausnutzt, die volle Nutzlast deines Fahrzeugs ausnutzt, musst du logischerweise auch den Reifendruck anheben, damit die Reifen diese hohe Last noch vernünftig tragen können. Okay? Und darum, damit ein Reifen vernünftig funktioniert, ist der optimale Luftdruck unbedingt notwendig. Und deshalb ist hier die erste Antwort, wie ich es auch schon angehakt habe hier, richtig. Okay? Die zweite Antwort ist auch richtig. Auch defekte Stoßdämpfer können dafür sorgen, dass du ins Schleudern kommst. Auf gerader Fahrbahn und auch in Kurven natürlich. Was ist ein Stoßdämpfer? Eigentlich ist der Name verkehrt. Wir sagen alle Stoßdämpfer dafür. Es sind aber eigentlich Schwingungsdämpfer. Ja, Schwingungsdämpfer haben dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht in Schwingung gerät. Dein Fahrzeug hat eine Federung. Ja, wenn du zum Beispiel die Schlaglöcher fährst oder über irgendwelche Huckel fährst, dann möchtest du ja nicht jedes Mal
die Erschütterung beim Autofahren abkriegen. Ja, und darum hat das Auto oder dein Auto eine Federung. Ja, und wenn du jetzt durch ein Schlagloch fährst oder über eine huppelige Fahrbahn, dann federt dein Auto und sorgt dafür, dass du möglichst weich über diese unebene Fahrbahn fahren kannst. Damit das Auto aber auch wieder aufhört zu federn, hat das Auto Stoßdämpfer oder, was es eigentlich ist, Schwingungsdämpfer. Die sorgen dafür, dass dein Auto nicht mehr nachschwingt. Stell dir vor, du fährst über eine unebene Fahrbahn und hast nur Federung, ja, nur Federn. Dann würdest du aussehen, dass du über die Fahrbahn fährst, und dann wird es bing, 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 bing gehen. Es wird ja ewig dauern, bis dein Fahrzeug aufhört zu schwingen, zu wippen. Ja, die Federn würden endlos nachfedern. Und damit das nicht passiert, hat dein Auto Stoßdämpfer, die dafür sorgen, dass die Federn aufhören zu schwingen. Das heißt, wenn eine Unebenheit kommt auf der Fahrbahn, dann soll es so sein, dass die Federn einmal einfedern, zack, zack, und dann dein Auto möglichst wieder ruhig weiterfährt. Wenn du also mit deinem Auto merkst, ja, dass wenn du über eine unebene Fahrbahn fährst, ja, dass das Auto ständig am Nachschwingen ist, ja, und du dich da drin fühlst, wie so wie auf so einem Schiff auf hoher See, was da am Schaukeln ist, dann solltest du auf jeden Fall mal in die Werkstatt fahren und mal deine Stoßdämpfer kontrollieren lassen. Das darf nicht sein, ja. Ein vernünftiges Fahrwerk stabilisiert sich sofort wieder, nachdem es ausgefedert hat nach einer Unebenheit. Okay? Die dritte Antwort, zu geringe Beladung, das ist natürlich verkehrt. Ja, falsche Beladung kann dafür sorgen, dass dein Auto ins Schleudern kommt. Zum Beispiel, wenn du jetzt eine schwere Last auf den Dachgepäckträger packst und den Schwerpunkt deines Autos damit weit nach oben verlegst, dann kann das dazu führen, dass du in Kurven anfängst zu schleudern. Ja? Aber wenn du zu wenig Beladung ins Auto packst, hat das nie was damit zu tun, dass dein Auto anfangen könnte zu schleudern. Hier sind nur die ersten beiden Antworten richtig. Darum immer dafür sorgen, dass die Technik bei deinem Auto auch wirklich einwandfrei funktioniert. Antwort 1 und 2 sind hier richtig bei dieser schönen Frage hier.